Können wir gleich nochmal schauen. Kannst du mir gleich nochmal durchsagen, was du hast an Frames, wenn du es läuft. Wenn du es sehen kannst. Jo. John, willst du jetzt Apollo oder Leon sagen? Ich sag Apollo. Okay. So, die Lullichen und herzlich willkommen. Und wir sind drin. Und ich bin bei 46. Zwischen 46 und 50er Frames habe ich. Okay, cool. Okay. Ja. Heute zum, ja, das zweitletzte Game quasi, das vorletzte Game heute, was ich zocken werde. Und zwar diesmal ist dabei bei The Hunter Apollo und der Uwe. Hi. Hallo. Bratze, wollt ihr eigentlich dabei sein? Ja, der ist nicht da und ja, ist irgendwie traurig. Aber naja, wir schaffen es auch ohne, denn wir wissen ja, wie das Spiel funktioniert. Unser Ziel ist, jetzt schauen wir die Map mal kurz an. Ich habe hier ein Bärenfass hier unten stehen, das ist bei 83%. Und da gehen wir jetzt gemeinsam hin und schauen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir ja einen Bären schießen. Und wenn wir dann dort waren, dann kann entweder gehen wir weiterhin zusammen oder teilen uns einfach auf. Das sehen wir ja dann. Gut, also dann würde ich sagen, marschieren wir mal los. Ach ja, was hast du jetzt alles dabei, Apollo? Hast du alles? Waffentechnisch? Ja, ich hab alles. Gut. Uwe, du auch? Ich habe alles dabei. Gut. Dann schauen wir mal. Hier drüben habe ich auch schon versucht, ein Bärenfass aufzustellen, aber es ist zu nah an der Lodge. Also da habe ich jetzt schon dreimal einen Bären geschossen da drüben. Ja, da muss 400 Meter musst du mal weg sein. Genau, ja. Ja, hi Apex, hi Torres, hi Kelly. Wen haben wir denn noch? Mein Schatz natürlich. Und natürlich Nightbot, hallo. Ist coole Sache, der Nightbot. Angenommen an Basti fürs Einrichten helfen. Und es regnet ja schon wieder. Hallo? Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier über den Hügel. Dann kann man vielleicht schon rüberschauen aufs Bärenfass. Ja, das können wir machen. Ach, Manni ist auch da. Ja, hi Manni, Entschuldigung. Aber ich lese nun meistens die Namen vor, die ich im Chat sehe. Also immer euch melden, damit ich ja jeden vorlesen kann. So. Ja, ich wollte ja heute im Vormittags-Livestream auch mehr schießen, aber der Hase, der hat mir die meiste Zeit geraubt. Ja, das war nicht schlecht. Also beim Hasen finde ich es wirklich besser Vogelschrot und fertig. Dann schaut er zwar aus wie Gulasch, aber liegt wenigstens gleich. Ja. Und du aber hast... auch dicht daran, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, wohl auf 60 Meter geht's auch noch. 50 Meter reicht. Du hast einen Fasan geschossen, hast du geschrieben, mit 143 Meter mit der 22er. 126 Meter. 126, das ist der Hammer. Ja, du bist ja eh der Hammer. Leute, ihr werdet es jetzt dann gleich sehen, wie der abzieht. Der hat irgendwie eingebaute Vorfahrt oder sonst irgendwas. Alle Tiere laufen ihm im Weg. Eingebaute Vorfahrt. Pass auf, jetzt, wo du das gesagt hast, verliere ich bestimmt. Nein. Wir kennen dich doch mittlerweile. Also ich habe hier auch Frames, die Straps an, das Programm. Ich habe hier um die 80, 90 rum immer. Ja, schau mal deine Grafikkarte und schau mal meine an. Da weißt du gleich Bescheid. Liegt das nur an der Karte? Ja, natürlich mit. Mitunter. Aber hallo, und dann, ich denke mal, du wirst auch 16 GB Arbeitsspeicher drin haben. Oh, der erste Hirsch. Nee, ich habe nur 8 GB erstmal drin. Ja. Okay. So, erster Hirsch. Hat gecallt. Wer will den haben? Ist deiner.
Dann lass mal Apollo ruhig schießen. Ja, dann Apollo, sehen. Gut. So, der müsste. Ich hab den Paul jetzt noch nicht bekommen. Der ist unten am Wasser, muss er sein. Also wir können eigentlich noch ein bisschen weiter vorgehen. Ja, der müsste genau, wo wir jetzt auflaufen. Wir müssen genau, kommen. Ja. Ich habe schon überlegt, habe mit meiner Frau gesprochen gestern, ich will mir noch eine zweite Grafikkarte holen und die damit mit dem koppeln zusammen, weißt du? Was? Die gleiche nochmal. Bist du, wa? Wie kannst du den koppeln, weißt du? Ja, aber was willst du mit erreichen? Du hast. Hey, du weißt schon, das Auge erkennt nur 30 FPS. Ja, das macht nichts. Oh mein Gott. Naja. Vielleicht hole ich mir ja mal einen 4K-Monitor, weißt du, denn. Das hat alles vernünftig hinhauen. Dann reicht aber deine Grafikkarte, was du hast, vollkommen aus. Ja, ich war am Überlegen, ne? Muss ich mal schauen. Naja, ich bin jetzt erstmal am Überlegen, da wie ich das Geld zusammenbringe für meine neue Grafikkarte. Weil ich merke halt, viele ziehen jetzt nach, was Let's Plays machen mit 4K. Aber wenn ich nicht nachziehe, habe ich gleich das, was ich jetzt wieder gewonnen habe, am Zuschauer gleich wieder verloren. Aber 4K. Das dauert ja einen Tag, bis du da so hochgeladen hast. Nee, das kommt immer drauf, auf das, drauf an, wie du das bearbeitest. So. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir vorsichtig sein, denn da unten muss jetzt irgendwo sein. Apollo macht dich schon mal bereit. Ja. Ups, ich mich auf den Hügel hoch, hallo? Ah, jetzt ja. Habt ihr alle Geruchsreduzierer dran? Ja. Jo. Okay, dann call ich ihn mal nochmal. Ah, da oben kommt er. Hier in diese Richtung an der Baumgrenze. Bonito, Uwe, du bist sehr in der Nähe. Der ist von dir nicht weit weg. Ich komme mal nicht zurück. Ja, du kannst. Du kannst. Jawohl, super, der liegt. Schön. Dann schauen wir uns den gleich mal an. Da war ich ja wirklich nicht weit weg. Ja, ich glaube 20 Meter oder was. Drüben auf einer Seite läuft was, ein Dreh, glaube ich. Aber weiblich, wie es aussieht. Okay. 195 Meter weg. So, dann bin ich ja gespannt, wie groß der war. Er sah jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Naja, wenn man näher dran ist, sieht's anders aus. Meistens so. 160 bis 180, so schätze ich mal. Da ist noch ein Reh da drüben. Ja, der dürfte, ja, knapp an die 200 dürfte es sein. Ja, da ist noch Reh. Ah, es ist so genial, jedes Mal, wenn ich hier bin. Und wie schaut's aus? Ja, nimm du auf. Nein, nimm doch du auf. Wir sehen doch denn ja, die Daten. Die anderen das ja nicht. Was ist das? Na, doch, gut. Okay. Ah, hat eine Aufnahme. 207. Siehst du doch, 200er. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich verschätze mich da auch immer, was einen Hirsch betrifft. Körper, linke Lunge, Leber, Magen und Eingeweide. Super. Oh, die ist so gleich hinten wieder rausgekommen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Insel. Und dann nehme ich um die nächste Biegung rum. Das, gehen wir ja aufs Fass zu. Ja. Und dann bin ich ja gespannt, ob der eine oder andere Bär da ist. Ich habe mal die Stelle gesucht, wo ich am meisten Bärenspuren finde. Und das war dort. Und deswegen habe ich den da aufgestellt. Achtung, Moment. Was sehe ich da drüben? Ach, ist ja auch ein Reh. Weiblich. Brauchst du einen Rehbock für deine Mission? Ja.
Ah, Braunbärspur. Aber die zieht in die Richtung, wo wir waren. Aber wo wir herkommen sind. Ah, dann gehen wir mal rüber. Okay, was war das? Weiblich wahrscheinlich. Ja. Also die beiden hier, das eine ist da links, ja, auf da drüben ist ja. eins auf der Insel da, ne? Ja. Und jetzt fängt schon wieder zum Regnen an, aber hallo. Dann haben wir heute nicht den besten Tag erwischt, ne? Nee, irgendjemand hat heute nicht aufgegessen. Vielleicht liegt es daran, weil ich heute nicht viel gegessen habe. Ah, jetzt musst du aufrecht drüber laufen. Da habe ich jetzt eine kurze Schauer. War das auch ganz gut so? Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ah, jetzt habe ich Bärenfutter vergessen zum Auffüllen. Naja, egal. War das das Weibchen? Ja. 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 Pfeife, auf dieser Map gehst du viel konzentrierter vor irgendwie. Das ist auch alles viel schöner hier, ne? Ja, auf alle Fälle. Und die fliegen dauernd. Ganz absurd. Da vorne ist ein roter. Ich sehe ihn. Im Wasser. Oh, der schaut schön aus. Willst du den gleich haben? Bis 285 zeigt es an. Kannst du ruhig schießen. Okay, gut. Dann holen wir nicht. So, lock ihn bloß noch ein bisschen her. Ah, da hat ein Weibchen gekollt. Das ist natürlich gar nicht schön. Aber der steht, da kommt schön. Wow, ist der schön. Liegt. Jawohl. Sehr schön. Super.